Die Alpentäler in Österreich sind reich an Wasser. Besonders im Frühjahr stürzen von allen Seiten die Wasserfälle ins Tal. Zum einen gibt es reichlich Schmelzwasser, aber auch viele Quellen. Zum Beispiel die Saalach entspringt in dieser Region. Es ist der zweitgrößte Fluss im Land Salzburg. Und Wasser ist jetzt auch unser Thema, besser gesagt der Wasserkreislauf. Der wird angetrieben durch die Sonne. Die Sonne heizt nämlich mit einem Sonnenstrahlen den See auf. Und wenn sich Wasser erwärmt, dann entsteht dabei Wasserdampf. Der steigt in die Höhe und irgendwann da oben kühlt er sich ab, da ist es nämlich deutlich kälter. Und wenn sich Wasserdampf abkühlt, entstehen daraus die Wolken. Und genau so kommt dieses ganze Wasser erst auf die Berge. Und das möchte ich Ihnen jetzt kurz nochmal in einem kleinen Experiment zeigen. Wie das ganze Wasser von der Erde hinauf auf die Berge kommt. Und zwar macht das der Wasserdampf. Wir lernen jetzt mal ein Drittel heißes Wasser da in die Glasflasche hinein. Man sieht, das Wasser ist richtig warm, es dampft sogar ein bisschen. Und jetzt kühlen wir die Flasche am oberen Hals. Und wenn wir jetzt ein bisschen warten, dann sehen wir sofort, es beginnt sich mehr und mehr Rauch zu bilden da drinnen. Das sehen wir jetzt wunderbar. Der zirkuliert so richtig auf und ab. Das ist eben die Wärme, die auf und ab steigt. Und das sind dann eben unsere Wolken, die dann über den Bergen hängen und dort eben Regen und Schnee bringen. So kommt eben der ganze Niederschlag erstmal auf die Berge hinauf. Jetzt lassen wir unsere Wolke wieder heraus aus der Flasche. Wie geht es dann weiter mit dem Wasserkreislauf? Der Regen wird zum Beispiel da in der Region gleich ganz effizient aufgefangen und in den Speicherteichen am Berg oben gespeichert. Diese Speicherseen dienen eben als Grundlage für die Schneeproduktion im Winter. Mit diesem Wasser wird dann eben der technische Schnee produziert, der Volksmund sagt auch Kunstschnee dazu. Und dieser Kunstschnee schmilzt dann im Frühjahr, im Sommer und rinnt eben als Schmelzwasser ganz normal von den Bergen herunter in die Bäche hinein. Und die Bäche gehen dann weiter zum nächsten See und da beginnt der ganze Wasserkreislauf wieder von vorne. Also kann man sagen, hier geht kein Wasser verloren in den Skigebieten, es wird nur zwischengespeichert in Form von Schnee. Übrigens, wo viele Wasserfälle sind, ist die Luft sehr sauber. Das fein zerstäubte Wasser bindet die Schmutzpartikel in der Luft und wäscht sie rein. Das heißt, in der Nähe vom Wasserfall, da kann man richtig tief durchschnaufen, ideal zum Sporteln. Die Ruhe, die Einsamkeit, genau deshalb gehe ich so gern auf die Berge. Und natürlich dieses einmalige Panorama macht es noch besser. Heute ist die Luft sogar so klar, da spiegeln sich die Berge im Speicherteich. Übrigens, je trockener die Luft ist, desto besser die Fernsicht. Da kann man oft über 100 Kilometer weit schauen. Perfektes Fotowetter. Und die Skigebiete sind jetzt in den letzten Jahren immer moderner geworden und das setzt sich besonders bei der Technik durch. Und da geht es um die Speicherteiche. Die liegen nämlich momentan immer höher, nämlich im Gipfelniveau. Wir sind da ungefähr auf 1900 Meter hoch. Und das hat einen ganz wichtigen Grund. Wenn der Speicherteich recht hoch liegt, dann nützt man nämlich die Schwerkraft. Das heißt, man zapft den Speicherteich da am Boden an und dann rinnt das Wasser durch Rohrleitungen hinunter den Berg zu den nächsten Schneekanonen. Und wenn das Wasser bergab rinnt, spart man sich da euren Pumpbetrieb und man bekommt in den Rohrleitungen einen recht hohen Wasserdruck zusammen, weil das Wasser ja ohnehin bergab rinnt und somit genug Druck erzeugt, dass es in die Schneekanonen kommt. Und wie das funktioniert mit dem hohen Druck, das möchte ich jetzt nur kurz mit einem Experiment erklären. Wir haben jetzt eine ganz handelsübliche PET-Flasche hier. Das ist jetzt unser Speicherteich, angefüllt mit Wasser. Und da haben wir drei Löcher gebohrt. Die sind momentan noch zugepickt. Wenn wir jetzt das erste Loch aufmachen, dann sehen wir gleich, da oben ist kaum Druck drauf. Da kommt eigentlich fast nichts außer. Machen wir das zweite Loch auf, dann sehen wir gleich, aha, da kommt schon ein bisschen mehr Wasser außer. Und wenn wir das dritte aufmachen, dann sehen wir, es schießt richtig heraus. Und das ist jetzt das Typische beim Speicherteich. Der ist unten angebohrt, somit kommt der hohe Wasserdruck zusammen, weil eben da die Wassersäule am größten ist und die hat am meisten Gewicht. Und somit kann man sagen, je höher die Speicherteiche hier oben liegen, desto umweltfreundlicher sind sie, also sparen Energie und auch effizienter, kostensparender sind sie. Und mit dem Wasser so eines Speicherteichs lassen sich dann im Winter 625.000 Quadratmeter Piste beschneien. Am besten funktioniert das in den sternenklaren Nächten, wenn es trocken und klirrend kalt ist. Wunderschön, dieses Alpenglühen, die Berge in zartem Rot. Es ist schon ein kleines Paradies bei uns.